Und hier ist es jetzt schon aufgebaut, unser digitales Podium. Und ja, ich darf die Alexandra Wuddel ganz herzlich begrüßen. Und die Alexandra ist ausgezeichnet 2024 als AI Person of the Year. Da musst du mir mal erzählen, was das ist. Das klingt sehr, sehr spannend. Du bist Unternehmerin, Forscherin, Speakerin, die sich mit der Gestaltung einer gerechten, verantwortungsvollen Zukunft mit KI verschrieben hat. Du bist auf einer politischen Ebene tätig. Du hast das Auswärtige Amt beraten, den Deutschen Bundestag und auch die Vereinten Nationen und hast auch bei der Erstellung von dem EU-KI-Gesetz, dem AI Act, mit deiner Firma FunAI mitgewirkt. Ja, die Alexandra, sie setzt sich für Feminismus ein, und gegen Diskriminierung, Sexismus und Rassismus durch künstliche Intelligenz. Das ist ein total spannendes Thema. Das ist auch ein Thema, was nicht so alltäglich ist in der, ja, KI-Debatte, die wir auch regelmäßig führen. Deswegen freue ich mich total, dass du den Weg hierher gefunden hast und ja, würde dann einfach die Bühne mal für dich frei machen. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für diese Einführung. Ich freue mich, hier zu sein in diesem digitalen Raum mit euch und durfte gerade ja schon mal lauschen, inwieweit ihr euch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und ich würde gerne damit starten, dass ich das großartig finde, dass ihr das tut, weil es eine gesellschaftliche Aufgabe gerade ist, dass wir versuchen, die Angst oder die Herausforderungen, die mit dieser neuen Revolution kommen, gemeinsam zu übergehen und eben diese Zukunft zu gestalten. Und ich finde, dass ihr hier heute seid und euch mit dem Thema auseinandersetzt, auch dass ich eingeladen wurde, einfach schon einen ganz großen, wichtigen Schritt. Und mit diesem, ja, Statement würde ich gerne anfangen. Ich wurde gerade schon vorgestellt, seitdem ich AI Person of the Year bin, werde ich ganz häufig gefragt, ob ich denn eine reale Person bin. Und ja, ich bin real. Ich bin kein Deepfake, der zu euch spricht, aber das sind Themen, die wir unter anderem in unserer Forschung und die wir auch in Zukunft beantworten werden müssen. Was ist denn das Vertrauen in die digitale Welt? Wie erkennen wir, dass ich eine echte Person bin? Schaut gerne nach dem Talk einmal auf meine Website, dann findet ihr da meinen Deepfake oder auch auf meine Instagram-Seite, denn die Technik ist natürlich sehr weit und gleichzeitig kann sie auch dafür eingesetzt werden, eine gerechtere, inklusivere und nachhaltige Zukunft zu gestalten. Und das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Ich habe ungefähr 30 Minuten eingeplant für meinen Vortrag. Meistens rede ich etwas länger und ich versuche mich daran zu halten. Deswegen stoppe ich gleich die Zeit und werde meinen Bildschirm teilen, um dann danach mit euch in eine Diskussion zu gehen, weil ich noch viel wichtiger als das, was ich euch jetzt hier mitteile, finde, wie ihr gerade mit dieser digitalen Revolution umgeht, was ihr mitnehmen könnt aus meinem Vortrag, was euch besorgt, was euch Hoffnung macht. Und uns den menschlichen Aspekt der künstlichen Intelligenz etwas genauer anzuschauen. Das ist das Ziel der nächsten etwas weniger als einer Stunde. Ich teile dann hiermit meinen Bildschirm und wir steigen einmal ein in die Präsentation und schieben uns zur Seite. Ich würde sagen, wir machen Fragen am Ende, aber falls es zu einem Punkt kommt, an dem ihr mir nicht mehr folgen könnt, weil ihr etwas nicht verstanden habt, möchte ich, dass ihr mich lieber unterbrecht. Es geht ja darum, dass wir hier gemeinsam lernen. Ich starte einmal die Zeit. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema und dem Titel des Vortrags von Algorithmen und Gleichberechtigung, wie KI unsere Werte spiegelt und formt. In diesem Titel stecken einige vielleicht zu definierende Begriffe drin,
Was ist ein Algorithmus und was bedeutet eigentlich Gleichberechtigung? Um welche Werte geht es denn? Wo sind sie gespiegelt und wer formt sie? Das sind alles Themen, die wir gemeinsam und auch alle AnwenderInnen und NutzerInnen von KI für sich gerade definieren dürfen. Es gibt verschiedene Rollen in dieser Definitionsarbeit, zum Beispiel auch die Gesetzgeberrolle, wo ich gerne über meine Arbeit berichte. Wir haben Firmen, die eine wichtige Rolle spielen, sowohl die Tools anbieten, als auch dann in ihre Arbeit integrieren. Und natürlich, und das finde ich so wichtig, und das tun wir auch heute, die Zivilgesellschaft, die Menschen, die betroffen sind von der KI, die in verschiedenen Vereinen, Organisationen oder eben auch im Rahmen der Kirche zusammen eine Zukunft gestalten wollen. Das heißt, ihr habt eine aktive Rolle im Rahmen dieses Vortrags und im Rahmen der Zukunft mit KI. Ihr sitzt ein bisschen an einem blöden Punkt. Ich werde das mal zur Seite schieben. Ich hoffe, es wird besser. Es gibt einen Satz, der die exponentielle Entwicklung von künstlicher Intelligenz ganz gut beschreibt. Und ich habe beobachtet, dass am Anfang es auch wieder darum ging, welche neuen Tools dann gerade rausgekommen sind. Ich kann an dieser Stelle die Seite There is an AI for that sehr empfehlen. Entweder für die, die nicht unbedingt Tobias jeden Tag folgen oder vielleicht auch für dich, Tobias, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Denn die Entwicklung und auch das Vorhandensein von neuen KI-Tools überschlägt sich selbst, überrennt uns alle. Und dann ist es immer natürlich gut und wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und solche Tipps zu kennen. Und trotzdem kommt da ja auch einiges mit diesen Tools, die da jeden Tag gelauncht werden. Erstmal ist es die Geschwindigkeit, an die wir uns gewöhnen müssen. Die Forschung sagt, dass wir in den nächsten 10 Jahren genauso viel Entwicklung sehen werden wie in den letzten 40, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Wahrscheinlich wird es sogar noch mehr als das. Aber wenn wir uns das aus menschlicher Sicht einmal anschauen, dann ist das schon eine Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Und was bedeutet das denn eigentlich im gesamtgesellschaftlichen Kontext? Also ich ordne jetzt hier mit euch gemeinsam erstmal künstliche Intelligenz ein. Was ist das eigentlich? Was macht das mit uns? Und zwar nicht von einer technischen Sicht, denn das könnt ihr ja besser googeln als ich. Der geschätzte Anstieg der Arbeitsproduktivität, also wir reden hier erstmal über einen Wertschöpfungsfaktor, so war es bei anderen industriellen Revolutionen oder Veränderungsprozessen auch schon, ist geschätzt von 11 bis 37%. Das ist jetzt eine Quelle der EU. Es gibt auch noch andere Schätzungen. Wir sehen, dass die Arbeitsproduktivität, das kam damals auch schon durch die Integration von Maschinen ansteigt. Das ist erstmal etwas, was wir anerkennen müssen und was natürlich auch Folgen für uns hat. Zukünftig wird künstliche Intelligenz auch einen großen Teil unseres Bruttoinlandsprodukts ausmachen. In den nächsten 10 Jahren angeblich 11%. Es wird also ein sehr großer Wirtschaftsfaktor sein. Und das sehen wir jetzt auch schon, wenn wir uns Tools angucken. In welchem Bereich werden sie denn gelauncht? Was passiert damit? Und das ist ein Teil unserer Diskussion später. Wo wollen wir denn eigentlich KI nutzen? Oder wünschen wir uns denn mehr Tools zur Anwendung aus einer gesellschaftlichen Perspektive? Es wird auch gesagt, dass künstliche Intelligenz zu der Verringerung der globalen Treibhausgasemissionen beitragen kann. So eine Quelle des Europäischen Parlaments. Es gibt einen tollen Satz, der heißt: Do you know how much water your LLM drinks? Weißt du, wie viel Wasser dein Large Language Model eigentlich trinkt? Und so vorsichtig, wie ich gerne sein möchte mit diesen Angaben der Arbeitsproduktivitätseinschätzung und der Angaben des BIPs, möchte ich das auch an dieser Stelle sein, denn der Verbrauch von vor allem großen Modellen, von Large Language Modellen und GenAI grundsätzlich, ist gerade so groß weltweit wie der ganze Energieverbrauch von Argentinien. Also wir haben es schon geschafft, mit einem neuen Wirtschaftszweig so viel
Energie zu verbrauchen wie ein ganzes Land auf unserer Welt, in unserer Welt. Und wir sind ja gerade erst am Anfang dieser digitalen Revolution. Wo soll das denn noch hinführen? Also auch diese Fragen und auch diese Zahlen, die ich hier mitbringe, um einfach ein bisschen einzuordnen, was macht denn dieses Thema jetzt mit uns, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem, was herausgeht aus dieser Zeile ist, dass KI eingesetzt werden kann, um eine globale Krise zu adressieren. Und ein Aspekt, mit dem wir uns, aber ihr euch vielleicht auch nach diesem Vortrag noch mehr beschäftigen werdet, ist, was machen wir denn mit den 10% unserer Arbeit, die durch den Einsatz von KI eingespart werden? Wenn ich Napkin oder andere Tools nutze und es macht mich schneller, was mache ich denn mit dieser Zeit? Das war so der Anfang meiner Keynote. Ich möchte euch gerne damit zeigen, wie vielfältig die Diskussion rund um künstliche Intelligenz eigentlich ist und wie eine technische Debatte sich jetzt in eine gesellschaftliche übersetzt. Diese Folie habe ich euch nochmal mitgebracht, um vorzustellen, wer ich bin. Ich werde mal mein Bild hier ausmachen, sonst ist es die ganze Zeit vor den Slides. Wer ich bin und vor allem wer wir sind von FemAI, denn das werdet ihr auch gelernt haben. Die Fähigkeit, kritisch zu denken und Quellen zu hinterfragen, ist online noch mal mehr gefragt als zum Beispiel in den Printmedien und als es vor einigen Jahren noch der Fall war. Auch im Rahmen von Deepfakes oder Desinformation ist es immer sehr wichtig einzuordnen, wer denn da spricht, aus welcher Perspektive. Und FemAI ist ein Impact-Startup, das vor 1,5 Jahren in Berlin gegründet wurde. Wir sind in den letzten 1,5 Jahren einer der wesentlichen Stimmen der Zivilgesellschaft gewesen, die Gesetzesprozesse, zum Beispiel den EU AI Act, mit beraten haben und sich für soziale und ökologische Nachhaltigkeit eingesetzt. Ich selbst habe bis zum letzten Monat noch im Team von Emilia Fester die KI-Strategie im Bundestag beraten. Das heißt, ihr hört schon, wir kommen aus einer regulatorischen Sicht. Wir haben uns angeschaut, wie kann man denn KI regulieren in der Hoffnung, dass wir die positiven Aspekte noch mehr herausstellen können. Aber das reicht uns nicht. Wir haben uns auch global vernetzt mit Menschen aus dem globalen Süden, mit Organisationen, die weltweit an selben Themen arbeiten, um uns auszutauschen und jetzt seit September dann auch tatsächlich in die Entwicklung eines eigenen Produktes, einer eigenen KI zu gehen, die sich für die Reduzierung von Biases einsetzt. Das heißt, um das auch nochmal einzuordnen, unsere Perspektive ist erstmal technologieneutral, aber eher kritisch. Also wir hinterfragen Machtdynamiken, wir hinterfragen den Energieverbrauch, die Notwendigkeit und vor allem den richtigen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Neben der kurzen Einordnung, jetzt wisst ihr schon, warum KI ein gesellschaftliches Thema ist und nicht nur ein technisches und aus welcher Perspektive wir jetzt einsteigen, schauen wir uns drei Dinge an. Zuerst den Kontext. In welchem Kontext befinden wir uns eigentlich gerade und warum ist KI ein gesellschaftliches Thema und vielleicht auch ein gesellschaftliches Brennglas? Nummer zwei, wie wird KI gerade genutzt? Wo wird es reguliert? Wer hat Macht, Einfluss und wer wird nicht so stark gehört? Und dann schauen wir uns die Zukunft an und da habe ich einige Fragen mitgebracht. Wie wollen wir KI in Zukunft nutzen? Einmal auf einer eher global-galaktischen Ebene, aber dann würde ich auch gerne mit euch in der zweiten Hälfte des heutigen Gesprächs sehr konkret werden, wissen, wie ihr euch mit dem Thema beschäftigt, was euch befähigt, was euch Sorgen macht und was ihr euch wünscht. Wir starten mit dem Kontext. Im Rahmen des EU AI Acts, über den ich zwei Paper geschrieben habe und nicht alleine übrigens, sondern alles, was ich hier präsentiere, ist ein Konglomerat von ganz vielen wundervollen Menschen, die gemeinsam an einem Strang ziehen. In diesem Prozess gab es im Rahmen der Beratung mit der EU einige Stellen, die sehr kritisch waren, bis das Parlament dann am Ende zu einer Lösung gekommen ist.
Das war einmal die Risikoklassifizierung, also welche Systeme sind denn eigentlich so risikoreich? Und das Zweite, und das habe ich euch jetzt einmal mitgebracht, ist die Definition von KI. Ganz viele Menschen aus verschiedenen Bereichen haben sich gestritten über diese Definition. Warum ist es so wichtig? Na, am Ende greift das KI-Gesetz, der EU AI Act, der im April beschlossen wurde diesen Jahres und ein Jahr braucht, bis er tatsächlich in Kraft tritt. Dort wird eingegrenzt, was denn eine KI ist und was nicht. Und diese Eingrenzung sorgt dafür, dass Systeme am Ende praktisch unter den EU AI Act fallen oder nicht. Das heißt, grundsätzlich kann man erstmal davon ausgehen, dass aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive der Wunsch war, es sehr groß zu formulieren, damit viel reguliert wird. Und aus einer, ich würde mal sagen, Tool-Anbieter-Perspektive, das vielleicht eher weniger der Fall war. Das ist jetzt eine Annahme und sehr stereotypisch, aber so kann man sich ungefähr die Diskussion vorstellen, die da stattgefunden hat. Und das Ergebnis ist die Definition, die übernommen wurde, auch von der OECD. Und die besagt, dass ein KI-System ein System ist, das maschinenbasiert ist, für bestimmte Menschen definierte Ziele voraussagen und Voraussagen machen kann, Empfehlungen, Entscheidungen treffen, das kennt ihr von der Anwendung, und das reale und virtuelle Umfeld beeinflusst. Und das ist etwas, was wir von FemAI als sehr, sehr wichtig empfinden, denn sehr lange in der Diskussion wurde KI gesehen als etwas Isoliertes. Und das sieht man auch ganz schön in der nächsten Grafik. Das KI-System oder KI grundsätzlich ist immer zu sehen im gesellschaftlichen Kontext. Dieses System wird mit Daten gespeist aus unserer analogen Welt. Es bildet also etwas ab, das schon da ist. KI ist nicht gut oder schlecht, aber ist auch nicht neutral, weil wir in unserer Gesellschaft Strukturen haben und die sind eben Teil dieses Systems. Und dieses System erkennt Muster und verstärkt sie. Was hat das jetzt eigentlich mit Feminismus zu tun? Vielleicht habt ihr euch das schon gefragt. Hier kommt die Antwort. Zuerst würde ich gerne das Wort Feminismus oder Feminismen grundsätzlich einordnen. Und vielleicht ist die Idee, als ich gesagt habe, dass unsere Welt gerade übersetzt wird, so wie sie ist, in KI-Systemen, bei euch auch schon aufgekommen, dass es Ungerechtigkeiten gibt, dass manche Menschen mehr Vorteile haben als andere. Und genau das ist auch die Grundidee vom intersektionalen Feminismus. Feminismus basiert vor allem auf der Frauenrechtsbewegung, unter anderem angetrieben von Simone de Beauvoir, und hat seitdem aber viele Entwicklungen durchgemacht. Heute in der sozusagen vierten Welle reden wir vom intersektionalen Feminismus, der sich darauf konzentriert, Machtungleichgewichte zu adressieren und weitestgehend auszugleichen. Wir gehen davon aus, dass nach wie vor patriarchale Strukturen, also die Vorhandenheit, das Vorhandensein des Patriarchats, Auswirkungen darauf haben, wie wir beteiligt werden an der Gesellschaft, welche Zugänge wir haben, welches Gehalt wir kriegen, ob der Sicherheitsgurt auch an uns angepasst ist oder nicht. Das heißt, die Welt ist erstmal, wenn wir sie encoden, und hier ist ganz interessant, weil man kann da schon anfangen, auf Daten zu argumentieren, eher männlich, eher 1,80 groß, eher weiß. Und an diesem Beispiel wird schon deutlich, dass intersektionaler Feminismus und FemAI als Center for Feminist Artificial Intelligence nicht im binären Geschlechtssystem sich klassischerweise, wie viele Feminismus verstehen, für die Frau einsetzt, sondern für alle die, die in diesem patriarchalen System gerade unterrepräsentiert sind. Das passt so gut zusammen. Deshalb machen wir das seit 3 Jahren sehr intensiv und werden, ich denke, auch
viel gehört. Vielleicht habe ich auch deshalb den AI Person of the Year Award bekommen. Und heute Abend sind wir, ihr dürft uns die Daumen drücken, als KI-Unternehmen des Jahres nominiert. Das passt so gut zusammen, denn wenn wir uns das erste Bild anschauen, die Definition der OECD im EU AI Act, dann sehen wir, dass KI-Systeme in ein Umfeld eingebettet sind und die Daten aus diesem Umfeld in dem KI-System dazu führen, dass Muster erkannt werden und sie verstärkt. Wenn wir jetzt sagen, aus einer intersektional-feministischen Sicht, dass wir in einem Patriarchat leben und besonders bestimmte Gruppen, vielleicht eine bestimmte Altersgruppe, eine bestimmte Hautfarbe häufiger vertreten ist und Vorteile hat und wir das in ein System geben, was Muster erkennt. Könnte gefährlich werden, oder? Oder wir nutzen dieses System, um zu erkennen, wo in unserer Gesellschaft gerade etwas schiefläuft. Wir nutzen ein KI-System als einen Spiegel von ungleich verteilten Machtverhältnissen. Und durch diese Analyse erkennen wir erst, dass hier eigentlich etwas schiefläuft. Und durch den richtigen Einsatz dieser Tools können wir vielleicht auch eine Zukunft bauen, die inklusiver, nachhaltiger und gerechter ist. Das ist die Idee einer feministischen KI. Wir haben dazu einen Paper veröffentlicht. Es gibt auch sehr viele Vorträge, unter anderem von meiner ehemaligen Co-Founderin Eva Gengler und mir. Schaut gerne mal auf der Website vorbei, wenn ihr euch das ganze Paper durchlesen wollt, also wirklich die feministische Theorie dahinter und warum künstliche Intelligenz ein Werkzeug für uns ist. Was passiert also gerade, wenn wir diese Situation vermischen mit dem unregulierten Einsatz von künstlicher Intelligenz? KI diskriminiert. Und zwar sehr häufig Frauen. Ich bin als CEO leider immer noch im Tech-Bereich sehr selten. Wenn ich ein Bildkreationstool, zum Beispiel mit Journey, prompte nach einer CEO, also ohne zu beschreiben, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein weißer Mann ist, im Ergebnis sehr, sehr groß. Und was passiert, wenn wir diese Bilder dann auch in unsere Gesellschaft einsetzen, um Marketing zu betreiben, um Stereotypen, Vorbilder zu kreieren? Was macht das mit uns als Gesellschaft? Wir sehen auch, dass bestimmte Stereotypen grundsätzlich verstärkt werden durch den Einsatz von generativer KI. Der Gender Bias ist also einer, der sehr stark erkennbar ist und auch sehr gut messbar gerade schon. Das Problem ist aber noch viel größer, denn nicht nur Frauen, sondern besonders auch People of Color sind betroffen. Ich durfte meine Masterarbeit veröffentlichen, und zwar am Beispiel der Gesichtserkennungssoftware im Einsatz in der Strafverfolgung und habe untersucht, dass Women of Color, also dunkelhäutige Frauen, zu 34% fehlidentifiziert wurden von dieser Software. Und sie saßen in den USA in U-Haft. Das heißt, und jetzt wieder auch die Idee des intersektionalen Feminismus, es findet eine Diskriminierung, in diesem Fall ist es ein False Positive, um es technisch zu sagen, aber es ist im Grunde dasselbe, statt aufgrund der Hautfarbe und aufgrund des Geschlechts, des Genders in dem Fall. Und wenn wir diese beiden Faktoren vermixen, also eine Diskriminierung mit noch einer anderen und wir diese Intersektionalität erkennen, dann führt es dazu, dass in Teilen Menschen komplett aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen werden. In Visa-Verfahren beispielsweise sehen wir diese Situation leider auch häufig. Und neben Gender und Hautfarbe ist die Liste der Menschen, die gerade in KI nicht mitgedacht werden, weil sie in den Daten fehlen oder nicht in der Entwicklung von Tools beteiligt werden oder nicht in der Gesetzgebung eine Stimme haben,
so, so lang. Menschen mit Behinderungen, Kinder, wahrscheinlich ihre Eltern oder Großeltern, die gesamte LGBTQIA+-Community, Menschen aus dem globalen Süden, alle sie finden nicht statt. Und trotzdem ist KI nicht böse. Es ist ein Tool und es geht darum, was wir aus ihr machen. Sie ist ein Spiegel gesellschaftlicher Machtstrukturen, also ein Hinweis, eine Alarmglocke. Intersektionaler Feminismus ist somit für uns eine Methode, in der wir persönliche Erfahrungen und Wahrnehmungen in Chancen übersetzen und die Verteilung von Macht hinterfragen. Bisher ist Diskriminierung für mich immer etwas gewesen, wo ich überlegen musste, ob mein Gefühl stimmt. Und ich bin mir sicher, alle von euch hatten schon mal einen Moment, wo ihr gefühlt habt, dass ihr ungerecht behandelt wurde. Das hat erstmal auch nichts mit eurer Herkunft, Hautfarbe, mit eurem Gender oder Alter zu tun. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr diese Erfahrung schon hattet und euch dann gefragt, ob es gerechtfertigt war oder nicht. Und wie spannend ist es, das jetzt sichtbar zu machen? Und um diesen Status quo nicht offen zu lassen, sondern auch in eine Gestaltung der Zukunft mit euch zu gehen, gehen wir jetzt in den letzten Teil der Präsentation, und zwar die Zukunft. Wir haben analysiert, dass künstliche Intelligenz ein technisches Thema ist, das im gesellschaftlichen Kontext zu betrachten ist. Also der Einfluss von unserer analogen Welt in die digitale Welt und zurück. Das ist das, was wir uns heute anschauen und was viel mehr in den Debatten stattfinden sollte, die sehr, sehr technisch sind. Und es ist wichtig, dass wir auf technischer Ebene die richtigen Entscheidungen treffen, aber doch bitte gesteuert von der Gesellschaft und nicht andersrum. Wir haben auch gesehen, dass ein Gesetz kommt, das uns schützen wird. Und es ist toll, dass Europa dieses Gesetz verabschiedet hat, aber es reicht bei weitem nicht aus. Es geht jetzt darum, dass wir auf einer individuellen Ebene uns damit beschäftigen, wie wir die Zukunft mitgestalten können, in dem Wissen, dass ein Gesetz kommt, aber auch in dem Wissen, dass das gerade noch nicht in Kraft getreten ist. Das heißt, die Transparenz, ob ein KI-System eingesetzt wird oder nicht, ist aktuell noch nicht gegeben. Am Anfang habe ich erzählt, dass generative KI bis zu 40% unserer Arbeitsproduktivität erhöhen kann. Wir werden produktiver. Wir wissen, um es in den gesellschaftlichen Kontext einzubetten, dass Care-Arbeit, Sorgearbeit einen sehr großen Teil unseres Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Und zwar tatsächlich, wenn wir das messen würden und es bezahlt werden würde, den größten Wirtschaftsfaktor in Deutschland würde die Sorgearbeit machen. Und wir wissen, dass 40% unserer Arbeitsproduktivität erhöht werden kann. Und wir wissen auch, dass es ein Gender Care Gap gibt, dass vor allem Frauen die Care-Arbeit leisten, meistens unbezahlt. Und die, die am meisten von Armut betroffen sind in unserer Gesellschaft, sind ältere Frauen und vor allem alleinerziehende Mütter. Ah, das habe ich leider ein bisschen zu früh gesagt. Aber ich sage es gerne nochmal, denn es ist so wichtig. Die Sorgearbeit in Deutschland beträgt ein Drittel der im Bruttoinlandsprodukt ausgewiesenen Wertschöpfung, der größte Wirtschaftsfaktor. Und hier sehe ich eine riesige Chance. Wenn wir es wirklich schaffen, künstliche Intelligenz einzusetzen, um unsere Arbeitsproduktivität um 40% zu erhöhen, und wir sehen, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen gerade stark leiden unter unbezahlter Sorgearbeit, dann ist das doch erstmal eine große Chance, oder? Das war ein Beispiel, und es gibt noch viele weitere, die wir jetzt gemeinsam diskutieren können in den nächsten Minuten. Mich würde interessieren, welchen Einfluss künstliche Intelligenz
auf ihren. Ich habe einfach direkt mit dem Du angefangen, aber deswegen sage ich das jetzt auch weiter, auf euren Alltag jetzt hat und in Zukunft. Und was ist in Zukunft einfach eigentlich? Ich glaube, in 10 Jahren ist zu weit gedacht, aber vielleicht so in 2 Jahren. Denn es ist so wichtig, dass wir uns in Räumen, und ich nehme das, was wir zusammen diskutieren, auch sehr gerne mit, und ihr hoffentlich auch, uns die Zukunft vorstellen, wie wir künstliche Intelligenz einsetzen wollen. Es ist super, dass 11% des Bruttoinlandsprodukts in 10 Jahren durch KI gestaltet werden wird, aber die Nutzung der Systeme geht weit darüber hinaus, gerade im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements. Gibt es so viele Möglichkeiten, tolle Dinge mit der neu gewonnenen Zeit zu machen, wenn wir denn KI auch nutzen? Und was brauchen wir denn eigentlich dafür? Genau, ich gehe gleich zurück zu der Frage, aber das ist der Vortrag, der vorbereitete Vortrag gewesen. Meiner Erfahrung nach ist besonders der Austausch im Anschluss sehr interessant, und ich würde euch gerne ermutigen, wirklich jede Frage zu stellen. Also, ich berichte sehr gerne über das, was schon gefallen ist, aber ich kann auch gerne erzählen über meine Erfahrungen als Gründerin eines KI-Startups, die Arbeit im Bundestag, mehr Details über den EU AI Act, meine eigenen Sorgen, wie ich KI nutze, was mein Lieblingstool ist. Also, alle Fragen sind erlaubt. Ich werde das Teilen gleich beenden, und erstmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Zeit, die ihr investiert, ist ein Geschenk. Also danke, danke, dass ihr sie mit mir verbringt. Liebe Alexandra, vielen, vielen Dank. Und wie angekündigt, beenden wir jetzt die Veranstaltung im Rahmen der Aufzeichnung. Das heißt, für alle diejenigen, die sich in Zukunft die Aufzeichnung angeschaut haben werden, wünsche ich viel Spaß gehabt zu haben. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Genau, dann beantworten wir sie auch dort. Und in dem Sinne sage ich hier auch erstmal Tschüss.